So, mein Lieber. Alter Finne, wir haben es geschafft. So, Memo und mich war ja Lord Helmchen aufsetzen hier und den Colt in die Hand zwecks verkaufen. So, wunderbar. Also, Doppelbelohnung. Mehr Coins. Hi. Du Was denn nur Scheiß? Ich nehme das Benzin und die Zement halt, ne? Das war eine richtig Kackbelohnung, hey. Das war eine richtige Scheißbelohnung. Fine, take a fucking look. Fine, ja. Okay. You don't buy something next time, Gut, I'll shoot you. Droni, halt mal still. Bitte, halt mal. Oh, ich hasse das, ne? Danke, Schätzelein, danke. Also, wir wollen den verkaufen. Den hier und den hier. Wir können. Oh, aber der Schraubenschlüssel kannst du eigentlich zerlegen. Das bringt ja nichts. Die Knarre wird repariert. Das hier, das wird zerlegt. Das heißt, das hier kannst du eigentlich alles schon mal verkaufen. Und das hier. Muni will ich gar nicht anfangen, weil das nimmt er eh nicht, You ne? gonna buy some food or just stand there like a goddamn idiot? Die alte Arschkrampe. So. Das haben Sale wir. is a sale, Dann können wir even das if hier it schon is mal to a wieder scumbag like anziehen. you. Wir probieren unser Glück mit der Muni. Vielleicht nimmt ihr ja ein bisschen was. You got money this time, or you just here to Nö. piss me off? Nö, 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 nö. Hat er die Schnauze voll von allem, ne? Der will All nichts right, mehr. now that we're done doing business, Das heißt, ich get brauche out of the eine store. Munitruhe. Oh Gott, von diesem Gegner kann ich nur 221 kaufen. Mehr will ich nicht. Bisschen Lappen. So, okay. Was haben wir noch hier im Motorrad drin? Das weg kann. Das hier und das hier. Das kommt rein. Dann könnten wir das verkaufen. Die Robotikzeile. Das Zeug. Ihn hier. Stahlwerkzeugteile können wir mal aufheben. Alles andere ist soweit okay. Gut. Well, look who decided to show their face again. Sehr schön. Be 7.300. careful out there. You Das wouldn't war ein want to get Reset. hurt. Das heißt, er hat auch noch jede Menge Mondschein. Für 7.500. Ich kaufe mir 4 Stück. Sehr schön. Einfach fürs Gefängnis, ne? Brauchen wir alles. So. What the hell do you want this time, you cheap son of a bitch? Schaffen wir noch eine Aufgabe? Ich denke schon, ne? Befallene. Well, I got just the job for a simpleton like you. Jim und Tims Bullets and Booze. Das kenne Are you ich out of your nicht. goddamn mind? I got some shit work for a Wright fuck up Residence, like das war das you. Bücherhaus. Unbelievable. You drifters Ich würde die ja come mal in here. mitnehmen, Well, I ne? got just a job Das nehmen for a, wir. it's a Okay, 200 deal. Meter um die Ecke. Disappoint me and you'll find yourself on the wrong end of Das the schaffen rope. wir. Ja, das kriegen wir. Hoffe ich. Ist ja hinten um die Ecke, das ist super. Jetzt erstmal ausladen und gucken, was wir alles für Börter brauchen. Was wir fürs Schätzelein hier noch mitnehmen müssen. So. Wir haben auf jeden Fall schon mal 13 von den Dingern, das ist gut. Nahrung kannst du reinpacken. Medizinmäßig nimmst du das mit. Warum stackt er das nicht, die Nudel? Okay, also 4x4. Mal 4. Also. Ich habe ja schon eins drin, ne? Ich habe mir ja schon eins, habe ich ja geholt, ne? Ich habe das Fahrwerk, das heißt, ich brauche jetzt nur noch das Zubehör. Fahrwerk
mega gut. Da spare ich mir die 250 Stahl. Das ist sehr belohnt. Das heißt, ich brauche im Prinzip nur noch das Zubehör. Das haben wir doch schnell gemacht. Das machen wir schnell. Kling, 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 kling. 8 Stück. Das war mega belohnt, ne? Dass wir das damals rausgezogen haben. Das war echt sehr, sehr gut. Und 4 von den Federn und 16 von denen. Okay. 2 Minuten. Dann brauchen wir noch eine Bleibatterie. Da gönne ich mir natürlich die gute Bleibatterie. Ne? Hier die 6er. Die kommt rein. Für Börter nur das Beste. Motor. 4, duk, 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 4 Reifen. Und das Fahrwerk. Oh, ich freue mich. Schätzelein, ich freue mich so sehr auf dich gleich. Ne? Das wird ein Träumchen werden. So. Was für Mods will ich denn installieren auf dem Server? Ich würde sagen, ich habe hier diese Elevator-Mod mit dem Aufzug. Fände ich geil, wenn das gehen würde. Auf jeden Fall, dass die Zombies auch Loot fallen lassen. Hätte ich Bock drauf. Dann, ganz wichtig wäre für mich, da du jetzt hier, wie ich festgestellt habe, ja auch sehr viel mehr Glas findest, würde ich ganz gerne auch die Mod installieren, womit du dir Solarzellen und diese Solarbänke selber bauen kannst. Ja, das wäre so auch noch wichtig. Und ansonsten schaue ich mal, was es noch so gibt. Aber generell diese Solarzellen-Mod, die, da hätte ich mega Bock drauf. Gerade wegen dem Glas, dem Herstellen und allem. Wäre schon cool. So, ich kann mal mitnehmen. So, da haben wir ja noch. Haben wir noch Zement? Haben keinen Zement mehr, ne? So. Minute, da haben wir Börter am Start. Oh, ich freue mich. Das wird ganz toll. So, ich brauche eine Munikiste. So, Holzaufbewahrungskiste, Eisenaufbewahrung, geschmiedetes Eisen, 10 Stück. Haben wir das noch? Gerade so. Dann machen wir mal. Mache ich mal noch. Noch ein paar, ne? Dass wir hier die Muni hinmachen. 6 Stück. Reicht das? 10 Minuten. Boah, was machst du aber hier drin dann? Das machen wir dann da drin. Ne, dass wir dann die ganzen Muni-Sachen reintun können, weil dann hätte ich hier auch mehr Platz. Okay. So, ich will noch eine Muni machen, eine Mission machen. Deswegen. So. Schon 10.000 drin. Junge, Junge, das ist super. Aber das brauchen wir gleich auch für Wörter dann. Das hier, das hier, das hier. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das wichtige Zeug hier nicht aus Versehen auch mit reinballern. Der Blutbeutel war hier drin. Das da rein. Wo war's? Schätze. Müssen wir auch mal graben gehen. So. Wunderbar. Und dann nochmal 3 Minuten warten. Oh Gott im Himmel. Gut Ding will Weile haben, ne? Okay. Dann können wir aber doch schon mal hier die Kisten bauen. Dann leer. Dann haben wir das schon mal parat. Muni rein. Stahlrüstungsteile rein. Das kannst du ja reinkippen.
Kann man Benzin aus dem Motorrad wieder rausholen? Das ging nicht, ne? Nee, aber Bertha wird auch rot. Das kann raus. Und ansonsten passt das. Oh, der Hopfen ist fertig. Vier Stück. Haben wir noch zwei, das ist wenig. Ne? Sechs Stück ist nicht wirklich viel. So. 1:30. Dann haben wir's. Dann ist Bertha am Start. Und ich freue mich. So. Gut. Dann war noch das befallene Gebiet. Bier mitnehmen. Können wir hier nochmal ein bisschen was reinbuddern. Wir könnten generell auch mal Benzin herstellen. Ne? Ich habe hier jede Menge Ölschiefer. So, sagen wir, machen hier das Ding und den Rest ballern wir so rein. Dann ist okay. 30 Sekunden. Oh, das wird toll. Das wird ganz toll. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Es ist so das Highlight hier. Dann haben wir es ja doch noch geschafft, ne? Vom Release Bertha am Mann zu bringen. Genau, Kettensäge und das hier. Das können wir mitnehmen. Sogar noch einräumen. Die müssen wir reparieren. Und Rüstung, genau. Rüstung wollte ich reparieren, siehst du? Das war ja auch noch drin. Kommst hier rein, kommst da rein. Dann zieh die mal aus. Und reparieren den Lachs. Oh. Oh. Alter, oh, schön. Schätzelein. Willkommen daheim. Oh, ist das toll. Einmal, zweimal. Boah, es waren 5000 Einheiten gerade zu 70%. Oh, ist das geil. Oh, Schätzelein. Ich freue mich. Hallöchen. Herzlich willkommen. Oh, ist das toll. Oh, ist das schön. Ist das schön. I've got a bad feeling about this. Guck mal, die wollen auch... Guck mal, da hat Bertha. Yeah! Ja, komm hier. Oh, die ist riesig, ne? Die ist ja riesig. Yeah! Nice. Erste Amtshandlung. Bertha, die Rote. Oh, ist das toll. Oh, ist das mega. Oh, der sieht so cool aus. Ach, ich freue mich gerade richtig. Ach, ich freue mich gerade. Das ist schön. Es ist so toll. Super. Jetzt noch der Schneepflug. Ja, was kann man denn da bauen? Was kann man denn da bauen? Mods, hör mal. Irgendwas fürs Fahrzeug? Sieht man hier nicht, ne? Kann das sein? Tarnstiefel-Mod. Was machen die denn? Verringert den Lärm und den Ausmaß von mittleren schweren Stiefeln, ne? Oh, cool, das wäre sinnvoll. Aber ich sehe hier nicht nichts für Bertha. Fahrzeug-Rüstungs-Mod. Oh.
Fahrzeugpflugmods. Verringert den erlittenen Schaden, wenn Objekte die Front des 4x4s treffen. Erhöht den Schaden bei Blöcken und Wesen. Oh, also spätestens auf dem Server werden wir das haben, ne? Schöne Kiste. Okay, Bertha ist am Start. Das heißt, wir beladen sie und fahren zur nächsten Quest. Oh, ist das toll. Das ist super. Warte mal, dich packe mal rein. Auf geht's. Oh, mega nice. Wie hört sich denn die Hupe an? Ey, echt jetzt? Echt jetzt? Willst du mich verarschen? Also, da hätte ich gerne eine andere Hupe. Wum, wum. Mega. Okay. Einmal um den Block. Und erstmal 44% HP, ne? Direkt geschrottet. Warte mal, warum ist... Warte mal. Das war doch eine Stufe 5 Quest. Warum ist es eine Stufe 3 POI? Warte mal, hä? Da müssen wir mal gucken. Das, hä? Passt Bertha eigentlich da durch? Ja, gerade so. Warte mal, das will ich jetzt erstmal wissen. Das ist irgendwie komisch. Hey, asshole, you better not bring any diseases into my store. Ich würde es gerne abbrechen. Ja. Jetzt nochmal Aufgaben. Der hat nur Stufe 4 Quests. Ich muss die 5 erst freischalten. Was? Aber ich habe doch hier schon Befallstufe 5 gemacht. Warum hat er jetzt nur... Hä? Check ich jetzt nicht. Ich habe doch die 5er schon freigeschalten. Warte mal, wir machen mal Restart. Also ist ja ganz komisch. Hä, das check ich jetzt null. Das kapiere ich jetzt nicht. You're welcome here if you shut the fuck up and buy something. Stufe 4.
Nö, will ich nicht. Ich will Stufe 5 Quests haben. Hat der nur Stufe 4 Quests? Aber es eben war Befall Stufe 5. Und Stufe 5 abholen und säubern. Warum hat er jetzt nur Stufe 4 Quests und keine 5er mehr? Wir fahren mal zu Bob. Das war der letzte, den ich freigespielt habe. Vorher müssen wir Börter reparieren. Das checke ich jetzt nicht. Ist ein Bug? Ja, ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe ja bei ihm die angenommen, ne? Weißt du, jetzt habe ich Börter am Start, aber... keine weiteren Quests oder was oder wie oder wer oder wo. Schätzlein, ich glaube, du bist zu breit hier, ne? Ja, ja. Also, das kann ja mal nicht sein. Ich weiß, dass ich, dass Bob der Letzte war. Wir schauen mal. Das kann's ja eigentlich nicht sein, ne? Im Prinzip fehlt jetzt nur noch der andere Waffenhändler. Ja, komm, nehmen wir mit. Es kann aber nicht sein, dass es mit dem Update, das rauskam, was zu tun hat. Dass da irgendwelche Änderungen gab. Das wundert mich jetzt schon, ne? Der Hugh, genau, Hugh fehlt noch. I've got a bad feeling about this. Ja, I know. Habe ich heute sehr oft gehört. Oh Gott. Es tut mir leid, Schätzeleine. Kaum gebaut, schon ruiniert. Also das finde ich jetzt merkwürdig. So. AK-47 Paket. Ja. Nice to have. 78 von 100. Das kann rein. Das auch. Den heben wir mal auf. Nicht sowieso. So, jetzt aber mal. Lass mal gucken, was die Sache ist. Ne? Das ist jetzt. Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Kann es ja eigentlich nicht sein. Oh, da haben wir das erste Cracker Book. Schnauze. Aber ist schon cool mit Börter hier, ne? Ist schon sehr geil. Incoming enemies, prepare for conflict. Hinten auf die andere Hauptstraße und dann runter. Oh, es macht Laune, hier zu überfahren, ne?
Sehr geil. Euer Blabber auf der Straße kommen wir auch an. Das passt doch. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt. Weil theoretisch müsste er mich jetzt weiterschicken zum letzten Händler. Schauen wir nochmal. Auch gleich mal gucken, ne, wenn die ganzen Erfolge, die ich jetzt noch gemacht habe. Oder diese Challenges, besser gesagt. Da erstmal gucken. Also, wir haben Autoteile gesammelt. Das können wir mitnehmen. Dann haben wir hier ganz viel Ölschiefer. Das haben wir ja schon gemacht. Wir haben die Holzfäller-Zombies 50 gekillt. Dann haben wir die Spinnen-Zombies 50 gekillt. Die Touristen getötet. Ne, Klopsi. Und die Polizisten. Okay. Aber jetzt ist es ja hier auch noch. Händler Hugh und Joel. So, und er müsste mich jetzt eigentlich weiterschicken zu Hugh. Wenn er was hat. Well, they right there with some good work. Here is your reward. Ah, die krieg ich hiervon, okay. Holzfäller, schlechter. Dann nehmen wir, oh Gott, hier die Granaten. Und Helmlichtmod. Oh, ich Horst. Warte. Oh Gott, ich bin doch ein Arsch. Schon wieder, ne? Ich hab's wieder verkackt. Oh, fuck. Ah, ich lern's aber auch nicht, ne? Oh Gott, also echt, ne? Ich, eben manchmal, ne? Es ist furchtbar. So, also. Scheiße. Hey. Oh, hot dog. Let's shoot out the lights. Good work. Oh, Vierfachtaschenmod gibt's auch. Und es gibt eine Schatzsuchermod. Diese KI-betriebene Kopfbedeckung-Mod stärkt die Lerngeschwindigkeit und verbessert die Fähigkeit des Nutzers, wertvolle Beute und vergrabene Schätze zu entdecken. Die nehmen wir mit. Und Tarnstiefel-Mods. Ja, geil. Okay, Solarzellen. Nice. Und Supermais. Irgendwelche Aufgaben? Der hat auch nur Stufe 4. Komisch. Aber das ist geil. Das ist mega. Die Tarnstiefel, okay. So, warte mal. Das geht nur in Kopfbedeckung, ne? Das heißt, da könnte man... Stärke plus 1, Handeln plus 10%, das ist auch wichtig, ne? Wir haben aber das Stand der, wir könnten das rausnehmen und hoffen, dass wir das noch mit reinmachen können. Das geht nicht. Liegt das an der Standhaftigkeitsmod? Ja. Ah, okay, kannst du nicht kombinieren. Dann lasse ich die drin, weil das ist wichtiger. Und die, okay. Aber ich habe immer noch genug Platz, das heißt, wir machen Helmlicht rein. Okay. Und in die Stiefel kann ich... Das kann ich auch noch reinmachen. Sehr schön. Mega, okay. Aber das Ding ist nice. Das heißt, das könnte man eventuell... Das geht aber auch nicht, weil die da drin ist. Müssen wir sich auch vielleicht noch einen Helm machen. Wie das geht. Okay, aber du hast auch jetzt nichts für mich, was schade ist. Warte mal, Bob war der Letzte, das weiß ich. Jen war die Zweite. Na
Dann ging es runter zu ihm. Okay, ich weiß nicht. Okay. Müsste ich nochmal in Ruhe gucken, aber hier, ich wollte eigentlich, wie gesagt, Mittwoch, ne, hier die das Gefängnis Stufe 6 angehen. Aber wenn ich mich jetzt mit 4er Missionen rumpimmeln muss, da habe ich keinen Bock drauf. Weil es wäre noch 29 Punkte. Oder haben die das resettet? Ich war ja schon bei Stufe 5 gewesen, ne? Oder nicht? Fallstufe 4. Dann Stufe 5, genau. Gold Rush Station und das Ding hier. Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Ich habe keine Ahnung. Es scheint buggy zu sein. I don't know. Vielleicht hat es mit dem Update zu tun. Ich habe keine Ahnung. Dann wird es heute leider doch keine Mission mehr. Ich würde sagen, Bertha ist am Start, ist schon mal gut. Wir können ja mal den hier machen. So. Wir können dann mal gucken, wo hier noch wer ist. Wir haben Rekt, Joe, Jen, Bob. Wir haben nur diese drei Händler. Bob, Jen, Joel und Rekt. Hugh haben wir gar nicht auf der Karte. Der ist hier drüben. Machen wir es mal so. Du hast gecheatet. Ich hau dich um. If you need armor, I've got you covered. Aber der hat auch nur Stufe 4. Trifft Joel. Herausforderung ist abgeschlossen. Gibt aber, glaube ich, keinen Erfolg, weil... Doch, gibt es. Aber es ist schade, dass sie alle Stufe 4 Aufgaben haben. Oh boy. Okay, Trader Bob ist bei 1000 Ost und... Also 1000 Ost und 1100 Süd. Okay. Gut. Schade. Muss ich halt nochmal durchgrinden. Howdy, partner. What can I do you for? Aber der hat auch eine Stufe 4 Quest. Boah, es ist ätzend. Oh Gott, ich muss mal gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat mit dem Update zu tun. Müsste ich mal schauen. Dann ist leider doch schon Feierabend. Oh, das ist schade. Das ist echt schade. Sehr schade. Weil ab 100 hätten wir die 6er gehabt. 29 durch 4 wären 7. Das heißt, ich muss 8 Stufe 4 Quests machen. Boah, okay. Schade. Okay, ich hätte echt Bock gehabt auf befallenes Gefängnis, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich das bis Mittwoch noch auf 6 hochkriege. Schade. Okay. Gut. Ich werde morgen Abend weitermachen. Reinballern. Und ja, gucken, dass wir das
irgendwie vielleicht doch noch schaffen. Das frustet mich jetzt so ein bisschen, ne? Das frustet mich gerade so ein bisschen, bin ich ehrlich. Die ganze Arbeit und Vorbereitung, ne? Schade. Ah, das ist ärgerlich. Oder ich irre mich gerade. Oder ich irre mich gerade. Ich muss mal in die alte Folge reingucken. Aber ich meine, da haben wir doch auf jeden Fall auch... warte kurz. Das haben wir doch auf jeden Fall gemacht auch. So, jetzt quatschen wir mal mit dem und irgendwelche Aufgaben. Stufe 5, ne? Da, Stufe 5. Da hat er es gehabt. Okay. Schade. Also. Okay. Warum es resettet wurde, ich habe keine Ahnung. Es nervt. Ich kämpfe mich auf jeden Fall zu Stufe 5 wieder hoch. Und schau da mal, wie es wird, ihr Lieben. Okay, ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt, ihr Lieben. Börter ist da, das macht's wieder gut, da freue ich mich, aber trotzdem ist es, der Reset ist echt dezent nervig. Ja, ich schaue einfach mal, was ich da noch irgendwie gerettet kriege bis Mittwoch, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, war ein geiler Abend. 5er POI mit Blutmonden-Kombi war mega gut. Und ja, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.